Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Fever Season 6 auf meinem Kanal. Ja, meine Freunde, ich möchte gleich von vornherein ehrlich zu euch sein. Ich werde wahrscheinlich in einer Woche schon wieder aufs Schiff gehen und für 4 Monate fahren. Beziehungsweise, ich möchte nicht, aber ich muss wohl. Und vielleicht hört das auch in meiner Stimme, dass... ja, also im Prinzip im Moment mein ganzes Leben ist, weiß ich auch nicht, ist gerade sehr kompliziert in allen Bereichen und ja, ich werde vielleicht versuchen, ein bisschen was vorzuproduzieren. Ich werde natürlich nicht für 4 Monate vorproduzieren können in einer Woche, weil ich auch echt noch ganz viele andere Dinge zu klären habe jetzt. Es war geplant, dass ich bis Mitte August Urlaub habe. Ich war jetzt ja auf Seychellen, das wusstet ihr, wurde einfach mal angerufen, beziehungsweise wurde mir gesagt, dass ich am 10. Juli wieder einsteigen muss. Ich war eine Woche zu Hause, 2 Wochen auf Seychellen, jetzt bin ich dann wieder eine Woche zu Hause, muss wieder für 4 Monate einsteigen. Da ist einiges im Gange im Moment auch, ich möchte jetzt nicht zu viel sagen, es ist halt privat. Vielleicht könnt ihr euch denken und, ja, das ist halt alles im Moment eine Situation, die einfach nicht so toll ist. Meine Freundin, ihr wisst es, die wohnt auch auf den Seychellen und die fährt auch zur See. Wenn ich jetzt 4 Monate fahren soll, dann soll ich nur 2 Monate Urlaub machen, was für mich absolut nicht in Frage kommt. Steige ich ja quasi nach 6 Monaten wieder ein und sie steigt nach 6 Monaten aus, weil sie hat einen 6 Monate Vertrag. Also das heißt, wir würden uns gar nicht sehen. Es sind einfach so viele Dinge im Moment, die einfach nicht so laufen, wie ich mir das vorstelle. Du bist jetzt hier im Urlaub, kümmerst dich ja nicht nur um irgendwie anderen Sachen. Dann möchte ich natürlich auch, dass ihr noch eure Folgen hier bekommt. Ich werde mein Bestes geben. Ich hoffe, die Qualität leidet da nicht zu sehr drunter. Wir können erstmal gerade noch versuchen, hinten weiterzubauen, bevor ich die ganze Zeit nur rumfliege und nichts mache. Und ja, die Situation ist einfach echt nicht einfach im Moment. Und ich weiß auch gar nicht so richtig, wie es weitergehen soll. Weil das Projekt hier zum Beispiel ist jetzt das Einfachste, was ich erstmal so beenden kann. YouTube allgemein möchte ich nicht beenden. Ich habe da echt Bock drauf. Und mir fehlt dann einfach nur die Zeit dafür. Und ihr möchtet natürlich auch gerne Folgen haben. Das verstehe ich ja. Aber halt nicht zu jedem Preis. Und ich weiß jetzt halt echt nicht, wie es gerade im Moment weitergehen soll. Kriegen wir den hier hin? Natürlich nicht. Und ja, das sind halt einfach so viele Sachen im Moment, die gerade nicht gut laufen. Ich bin eigentlich nicht so sentimental und habe irgendwelche größeren Probleme oder sowas. Das habe ich eigentlich überhaupt nicht, aber diese Situation einfach, dass ich nicht weiß, wann ich meine Freundin wiedersehe, dass ich nicht weiß, was jetzt da bei mir in der Firma los ist und all solche Sachen, die nehmen halt einfach dann einen schon ganz schön mit und es belastet einen einfach, oh, da fehlt Gleis. Es belastet halt einfach extrem und das sind halt einfach so viele Sachen im Moment, die einfach nicht gut laufen. Ja, ich möchte damit auch nicht weiter zutexten. Wir werden jetzt hier unsere Strecke weiterbauen. Ja, einen kleinen Tunnel, das geht ja eigentlich. Zack, nur den. Und dann müssen wir einfach mal gucken, wie sich das dann alles so weiterentwickelt. YouTube wird auf jeden Fall erstmal kürzer ein bisschen treten müssen. Und damit heißt das auch leider ihr. Weil ich halt einfach die Zeit, die ich habe, jetzt so wahnsinnig viel aufzunehmen. Ich werde so viel aufnehmen, wie ich kann. Das verspreche ich euch. Entschuldigung. Und alles weitere müssen wir halt sehen. Ihr werdet dann sicherlich 2, 3 Monate gar keine Videos von mir bekommen. Außer vielleicht mal ein Seefahrtstagebuch. Aber definitiv kein Let's Play.
weil ich weiß nicht, wie ich es aufnehmen soll. Und ja. Ihr merkt es vielleicht auch an meiner Stimme, dass mir das alles sehr leid tut. Dass ich das nicht machen kann, was ich mir eigentlich immer so vorgenommen habe. Und ja. Ich hoffe, ihr könnt es verstehen und ihr bleibt mir halt auch. Ihr bleibt mir auch treu. Das würde mich sehr freuen, wenn ich weiterhin sehe, dass ihr auch da seid und mit mir gemeinsam diese Zeit hier jetzt durchmacht. Ich wollte eigentlich auch eine Eigentumswohnung kaufen. Das geht jetzt alles nicht, weil ich jetzt ja wieder aufs Schiff muss. Und das ist einfach im Moment einfach so viel Scheiße, die da gerade passiert. Ja. Die auch nicht einfach, wenn die Freundin dann mal auf den Seychellen wohnt. Man sieht sich nicht regelmäßig. Und hat einfach alles so viele Punkte, die das im Moment einfach nicht einfach machen. Ja. So, aber jetzt versuchen wir mal hier wieder ein bisschen von abzukommen. Was ist das denn jetzt hier oben hin? Ein Milford Haven. 250, das müssten wir ja eigentlich schon fahren, ne? Aber also, die ganze Zeit jetzt in so einem Tunnel hier drin, ne? Und die möchte ich lieber hier vielleicht an der Küste. Das geht eigentlich auch nicht. Mal gucken, wo wir jetzt hier den Bahnhof hinsetzen in Milford. Milford wächst ja hier schon mit Fischgar zusammen. Und ja, so haben wir denn hier eine einigermaßen ebene Fläche. Wo kann man hier einen Bahnhof hinsetzen? Hier vielleicht? Im Prinzip könntest du ja Fischgar eigentlich mit anbinden, ne? Wäre doof, wenn man das nicht machen würde. Machen wir hier gerade. So. Ne, da haben wir ja so viele Gleise. Machen wir mal einen Kopfbahnhof. So, nehmen wir den. Ein Gleis. 320 Meter. Höchstgeschwindigkeit. Ja. Und dann gucken wir mal, wo wir den hinkriegen können. Ja, hier natürlich nicht. Wo ich den eigentlich hier gerne hinhaben möchte. Müssen wir jetzt einmal gerade hier so ein bisschen aufschütten. Natürlich auch viel Geld, ne? Aber im Moment haben wir ja gut. Da geht's doch. Da geht's. Kommt er dahin? So, da können wir Milford Haven und Fishguard dann gleich miteinander verbinden. So. Das ist doch ganz schön. Was haben wir jetzt von hier mal eine Brücke? Hier mal eine Brücke. Geht natürlich jetzt wieder direkt vom Bahnhof an los. Jetzt nicht ganz so schön, das heißt, wir können uns erst hier hinten trennen. Trennen wir uns halt erst hier. Jetzt haben wir natürlich hier den Tunnel mit dem shittigen Portal. Mal die Portale einmal gerade abreißen. So. Nochmal gerade neu bauen. Können wir das Portal nehmen? Was hat er da jetzt eins genommen? Wieso konnte ich das jetzt nicht auswählen? Ja, das ist das Richtige genommen. Warum macht er das denn auf der anderen Seite nicht? Das möchte ich nicht da haben. Man soll da auch reingucken können in den Tunnel, ne? Aha. Jetzt geht's. So. Geht natürlich nicht, warum auch immer. So. Zack. So, dann haben wir das schon mal. Haben wir die Strecke ja im Prinzip jetzt eigentlich schon mal fertig. Alter Schwede, das ist natürlich ein langes Biest. Wir haben sogar kein Geld, um irgendwelche Züge zu kaufen. Dann sollten wir die Zeit mal schneller vorlaufen lassen, weil wir machen eigentlich gut
gut Geld. Mit allem. Was hier an Leuten wartet, das ist ja, die Züge sind auch schon wieder alle zu klein. Hier, das ist alles. Ich dachte eigentlich, ich hätte da schon andere Züge drauf gesetzt, aber gut, 106. Die müssten eigentlich getauscht werden. Gegen die normalen. Gegen die S, was ist das? S400 irgendwas, die 136er Leute, 136 Leute Kapazität haben. Damit wir da mehr raufkriegen, weil die anderen Züge sind nämlich auch alle voll. Da könnt ihr natürlich jetzt hier nochmal die alten draufsetzen. Die machen natürlich richtig, richtig Kohle. Und seht ihr hier, was die an Gewinn machen. Wenn du jetzt hier einen einzelnen nimmst, der macht auf jeden Fall 2 Millionen mehr ungefähr. Und die könnten mehr Leute transportieren. Das könnte man schon machen. Und die sind halt nicht teuer. Aber ich möchte das eigentlich nicht. Ich möchte die normalen da auswählen. So. Lassen wir mal. Das entwickelt sich hier auch alles immer schön weiter. Na, wie hat er? 15. Nicht schlecht. Wir werden jetzt erstmal ein paar Signale setzen. So, Signalchen. Ein Streckensignal. Aber das Gleis hier. Oh. Fangen wir mal hiermit an. Ein vom Tunnel noch. So. Aber an sich, mein Urlaub, meine Freunde, es ist traumhaft. Also ich kann dieser Schellen nur jedem empfehlen. Sehr schön. Tolle Strände, nicht so viele Touristen. Man wird nicht angequatscht hier, dass man hier und da was kaufen soll. Und sauber. Schöne Temperaturen, also alles gut. Ist natürlich sehr viel Spaß gemacht, natürlich auch, weil meine Freundin da ist. Und ja, war schon ein Traumurlaub, kann man einfach so sagen. Bis auf die letzten 4 Tage, wo dann meine Reederei mir diese tollen Nachrichten übermittelt hat. Aber natürlich die Stimmung dann im Keller. Aber na gut, was willst du machen? So ist es jetzt nun mal. Und ja, müssen wir jetzt mit leben. So, dann haben wir das. Dann können wir eigentlich die Linie jetzt anlegen. Wie soll die denn heißen? War ich in Intercity schon oder sowas? Züge. Regio. Dann machen wir jetzt mal eine Intercity oder machen wir ein Regio draus? Was haben wir denn da? Wollen auf jeden Fall einige Leute an transportieren. Machen wir mal erstmal ein Regio. Regio RE 2 2 London. Haben wir mit Leerzeichen gemacht, ne? Genau. Milford. Jetzt haben wir geschrieben, ne? Haven. So. Mal gerade mal gucken. Ne. Milford Haven wird auseinandergeschrieben. Gut. Milford ist also was richtig. Ich muss nur das auseinanderschreiben. Das kriegen wir hin. Zack. So. Ah, mit D, ne? Mit D. Mit D. Mit D, nicht mit T. Milford. So. Alles klar. Dann gucken wir uns das Ganze einmal an. Ups, das ist eine ganz schön lange Linie. Zack. 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 Da müssen wir einige Züge raufsetzen. Das wäre natürlich ganz schön teuer, ne? Das ist. Das wird ja schon mal so ein paar Euro kosten. Da die Linie erstmal mit Zügen zu bestimmen. Dann können natürlich jetzt erstmal die kleinen, günstigen Züge draufsetzen, die man dann nachher wieder austauscht. Das werden wir vielleicht auch machen, also im Prinzip den Zug hier. Weil der ist billig. Kann viel, relativ viele Leute anzutreten. Ist natürlich sehr langsam. Aber hat auch keine Wartungskosten.
Das wird ja dann halt erst irgendwann mal richtig Geld scheffeln. So. Die müssen auch einige Züge rauf auf die Strecke. Also. Besser natürlich, wenn man das jetzt einfach mal erstmal easy vorbereitet, ganz billig. Und nachher dann einfach die Züge ersetzt, ne? Das wäre natürlich das Optimalste. Deswegen werden wir das jetzt wahrscheinlich auch machen. Wir haben jetzt 9 Millionen. Bauen wir jetzt hier nochmal gerade ein Depot hin. Erstmal übergangsweise. Geht das nicht mehr hier oder was? Okay. Dann machen wir es halt so. Depot. Zack. Ups. So, Züge kaufen. Triebwagen. Diesel. Mal elektrisch können wir nochmal gerade durchgucken. 3 Millionen zu teuer, zu teuer, zu teuer, zu teuer, zu teuer, zu teuer. Teuer, alles zu teuer. Der ist gerade gekauft. Gerade gekauft. Verkaufen. Och Mann. Bin aber auch ein bisschen schusselig. So. Wollte gar nicht gucken, alles zu teuer, alles zu teuer. 51 Millionen. Aber der könnte halt schon viele Leute transportieren, ne? Das wäre im Prinzip schon nicht schlecht. Aber so viel Kohle habe ich aber nicht. Also brauche ich gar nicht gucken hier, das ist alles nicht bezahlbar. So, was haben wir hier? Jetzt fehlt ihnen das Geld, ja. Der wäre auch nicht schlecht, der C2. 234 Leute, 16 Millionen. Ja, das wäre schon. Boah. Entschuldigung. Das wäre schon ein nicer Zug. So, aber wir können uns das ja nicht leisten. 12 Millionen haben wir. Warum macht meine Maus eigentlich einen Doppelklick? So eine Scheiß. Verkaufen. Und ich bin einfach so dumm. So, wir gucken jetzt hier bei dem hier. Der kann das nämlich. 78. Das war der. 5 Millionen. 720.000. 78. 78. 34. Er ist halt nicht so teuer. 650.000. 700.000. 84, 94. 94er kann ich mir schon nicht mehr leisten. Der ist schon viel zu teuer. Aber den könnte ich mir leisten. Ja, der ist nochmal neuer. 84. Sind auch in Rot, habe ich den nicht, ne? Doch, hier habe ich den nochmal. Aber der hat nur 40. 62. 84. Naja, dann nehmen wir den in den in der Farbe hier. 84. 320 Meter lange Bahnhöfe haben wir. Ja, warum auch immer die 168 Leute. Das ist ja eigentlich schon mal ganz gut. Stoppen wir mal gerade die Zeit. Und dann können wir die gleich mal alle letztlich auf die Linie schicken. Dann geht er jetzt hier erstmal auf die Regional drauf. Der ist jetzt nicht schnell. Das weiß ich. Machen wir das jetzt hier. Vor dem Bahnhof. Ja, ich würde sagen hier in jede Richtung einmal gerade. Zack, jetzt geht das auch wieder. Klar. So funktioniert das natürlich nicht. Geht natürlich nur in die Richtung. Und hier müssen wir in die Richtung. So geht das nämlich. So. Zack. Dann einmal hier hin. So. Diesel. Könnt ihr jetzt auch den verschiedenen Farben da fahren lassen, ne? Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Das können wir im Prinzip eigentlich auch machen. 1, 2. Zusammen. Und auf die Linie. Dann nehmen wir den jetzt hier nochmal. Diesel. In Rot. 1, 2. Zusammen. Zack, auf die Linie. So.
Prinzip könnten wir das dann hier auch nochmal wieder machen. Die anderen sind jetzt da hinten. Ja, das können wir hier auch machen. So. Zack. Zack. So, machen wir das einmal hier auch. Schwupps. Oh, ne, das Depot ist vielleicht eine Hausnummer zu groß. Diese. Zack, zack. Zusammen. Das hat der Vorteil, dass die hier zu günstig sind. Die sind echt nicht. Wie schnell fahren die Dinger denn? 100 oder sowas? 120. Braucht natürlich aber auch ewig, bis sie dann irgendwann mal die Geschwindigkeit erreicht haben. Aber egal. Das ist natürlich nachher einfacher, wenn ich einfach nachher irgendwann mal das Geld habe, kann ich einfach auf alle Züge ersetzen klicken. Und dann ist das Thema gegessen. So. Ha, das ist die Frage. Da kommt jetzt einer. Wenn wir die jetzt hier nochmal hinsetzen, dann sind die jetzt. Das machen wir. Machen das jetzt hier auch nochmal. Das Risiko gehen wir jetzt mal ein. Zack. So. Kriegt den da jetzt noch hin? Natürlich nicht. Zu dicht am Tunnelportal, ne? Ja. Das war ja klar. So. Zack. Diesel. So. Zack. 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 Und dann müssen wir jetzt einfach hier. Kommen wir da sicher eh mit einer Weiche drauf, ne? Ja. Kann ich einfach auch hier das Ding ransetzen, ne? Gut ist. So, schwupps. Kommt jetzt hier nochmal ein gelber hin, der letzte. Und dann sollte das eigentlich jetzt erstmal reichen. Zack. Zack. Genau. Gut, meine Freunde. Wir haben auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Jetzt lassen wir die alle mal losfahren. Ja, jetzt haben wir natürlich ja. Die ganzen Städte müssen wir halt noch mit Bussen und so jetzt versorgen. Und dann sollte das eigentlich schon mal alles gut laufen hier. Natürlich jetzt hier schön am Flughafen vorbei, wenn sogar ein Flugzeug kommen würde. Kommt natürlich gerade keins. Der ist natürlich auch schon nicht schlecht aus. Ja, mit dem Feld und so. 44, also der ist jetzt. Das wären keine Geschwindigkeitsmonster, diese Züge. Aber egal. Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen. Es war jetzt heute wirklich ein bisschen viel Real Talk und so. Und ja, ich hoffe, ihr könnt. Was macht der Zug? Das funktioniert nicht. Und was für ein Gleis fährt er denn da? Wie will er denn da jetzt nachher da wieder drauf kommen? Warte mal, das funktioniert nicht. Ich mal gerade hier einmal Kreuzgang rüber bauen. Er dann da gleich wieder zurückkommt. Gucken wir uns das mal gerade an. So. Ja, genau. Perfekt. Und mal gerade gucken, was für eine Höchstgeschwindigkeit er erreicht. Oh, da kommt das Flugzeug. Bis nach Angerfort. Weil die 120 schafft normalerweise. Sind die anderen Züge beschleunigt natürlich alle viel, viel mehr. Gut, aber so ist das nun jetzt halt. Erstmal für den Anfang. Genug Leute können wir damit auf jeden Fall transportieren. Er schafft ja nicht mal die 102. Er schafft ja mal gerade 100. 101. 102 hat er geschafft. Na egal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin. Haut rein, meine Freunde. Ciao.